Yo Leute, was geht ab? Buddy ist wieder back am Start hier auf meinem Kanal mit einem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Wie gesagt, heute haben wir ein Video mit einer Real-Life-Story. Heute ist Storytime. Wie gesagt, die Real-Life-Story ist für mich einfach nur interessant, weil wir sie heute erlebt haben und ich wollte sie euch einfach heute mitteilen. Also seid auf jeden Fall nicht böse oder sonst irgendwas. Für mich ist das eine Real-Life-Story. Es war auf jeden Fall lustig und ich erkläre euch das Ganze einfach. Der liebe Kaugummi-Eis und ich waren heute auf einer Baumesse. Die Messe steht dafür da, dass man sich bestimmte Bereiche mit Metall, Holz, Gärtner und sonst irgendwas sich angucken kann. Die ist international, könnt ihr auch gerne mal im Internet googeln, Baumesse bzw. Messe Nord, Berlin. Ist auf jeden Fall interessant, sich anzugucken. Wir sind heute mit der Ausbilderin und der Sozialpädagogin hingegangen, die eine Schülerkarte für uns hatte. Beziehungsweise für den Kaugummi-Eis, für die ganze Gruppe eine Schülerkarte. Jeder hatte eine einzelne Karte, mit der er reingehen konnte. Bei den Damen und Herren, wie beim Kino, man musste Karte vorzeigen, es wird geklebt, also so piep, und dann kommt man rein. Wie gesagt, haben wir Ganze gemacht. Wir sind rumgelaufen, haben uns ein bisschen was angeschaut, ein bisschen rumgeguckt, ein bisschen die Leute, ja, mal ein bisschen ausgefragt und so. Wie gesagt, bis der Marvin und ich Hunger hatten, haben wir uns hingesetzt und ein bisschen, wie gesagt, kennt man ja meine Brotbüchse, ihr wahrscheinlich nicht, aber der Marvin kennt es. Paprika, Mohrrübe, Apfel, Tomaten, Weintraum, Toastbrot, alles drinne, erstmal schön gesnackt. Ich hatte immer noch Hunger. Habe ich noch ein bisschen weiter gesnackt, ein bisschen was getrunken, mich mit ihnen unterhalten. Auf einmal wird es 11 Uhr. Wir kriegen langsam wieder Hunger. Wie gesagt, diesmal wollte ich aber was Vernünftiges essen und wie gesagt, wir hatten auch einen Auftrag und wie jeder kennt es, wenn man in der Schule ist und man geht in ein Museum oder irgendwo und kriegt dann so, man freut sich so einen gechillten Tag, so 9 Uhr da sein, nichts machen und auf einmal kriegt man so einen Auftrag mit 8 Punkten, wo steht, warum sind es so viele Leute hier, wie viele Leute sind hier, warum wird das gemacht, warum findet das statt, so eine Baumesse, wo liegt die Baumesse und so weiter und wie viele Länder sind hier und was weiß ich und wir hatten einfach gar keinen Bock drauf, so einfach null Bock da drauf. Wie gesagt, wir sind einfach froh gewesen, dass wir einfach gechillt haben und nichts gemacht haben. Und wie gesagt, das hat ja keiner gemacht. Also das, man kennt es. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Man muss dann so einen Scheiß ausfüllen und bla bla bla. Aber macht es auf jeden Fall, ist wichtig. Wie gesagt, wir haben das nicht gemacht, weil wir kennen das. Wir waren schon öfters da. Wie gesagt, wir hatten auf jeden Fall eine Karte, wir hatten Hunger. Und ja, wir sind auf jeden Fall raus, beziehungsweise hin zum Eingang gegangen. Es gibt sogar einen Hinterhof. Da dürfen aber nur die Raucher hin. Also dürfen alle hin, aber da rauchen die Raucher halt. Ist ja logisch, die Raucher rauchen halt draußen, ne? Ja, versteht er? Wie gesagt, es ging einfach nur darum, man durfte mit der Karte nicht raus. Das ist wie beim Kino, wenn sie einmal gepiept ist, wenn du raus bist, bist du raus, dann darfst du nicht nochmal rein. Aber wir haben darum Ching Chang Chong gespielt. Wer die netten Damen fragt, ob man nochmal mit dieser Karte raus darf und wieder rein. Ja, wie gesagt, ich habe mit einem Punkt verloren, aber ich habe gesagt, machst du Ehremann, spielen wir 3 Punkte. Wir haben um 3 Punkte gespielt, ich habe schon wieder verloren. 2-2, er hat den 3. Punkt gemacht. Ich denke mir so, oh, scheiße, Mann. Auf jeden Fall bin ich dann hingegangen zu den 2 netten Damen. Grüße gehen auf jeden Fall nochmal richtig raus. Ich habe sie einfach gefragt, hey, wie sieht das aus? Ich habe jetzt hier eine Karte, ich möchte gern was draußen essen, weil das hier drinnen echt teuer ist. Da zahlst du für so eine Ditch-Pizza 5 Euro, wirklich ungelogen. Und wie gesagt, ich habe gesagt, das ist ein bisschen zu teuer hier, ich würde gern draußen was essen. So. Sie meinte, ja, eigentlich ist das nicht gestattet, zeig mal deine Karte. Habe ich gezeigt, Schülerkarte, ja, steht halt drauf, normal, Schüler- und Schülerinnenkarte, einfach ganz normal, wie gesagt. Und sie meinte, ja, das ist eigentlich nicht erlaubt so und wir machen das eher ungern. Und ich habe gesagt, ich möchte wirklich nur was essen und mehr nicht, weil das hier drin ist wirklich teuer. Und sie meint, ja, hast du auch schon recht und so. Aber es ist halt schwer, eure Gesichter zu merken, weil so viele Leute reinkommen. Ja, ist ja auch klar, bei so einer Baumesse, die international sind, da gehen Leute rein und raus. Das ist ja noch mehr, als würdest du am Alex bei Primark rein und raus rennen. Weißt du, wie ich meine? Da kannst du dir auch nicht merken, wer da geklaut hat, außer sie erwischen den. Und wie gesagt, ich habe dann das Ganze so geklärt, ein bisschen mit einem Charme gespielt, so Spaß. Nee, wie gesagt, ich habe dann halt ein bisschen so mit denen geredet und gesagt, ja, ich würde gern draußen was essen und so. Und ja, wir durften nachher wirklich raus. Man glaubt es nicht. Wir durften raus, sind Döner essen gegangen. Der Döner 4 Euro, Chicken Döner, richtig Bombe. Der hatte nicht so einfach nur Kräuter, Knoblauch und Schaf, wie man es kennt. Er hatte auch Wildkräuter und Dion Senfsoße, die Marvin ausprobiert hat. Er meinte, die ist richtig lecker. Also probiert auf jeden Fall die Soße mal aus, wenn ihr sie irgendwo beim Dönerladen seht. Wie gesagt, 4 Euro kostet der Döner in Berlin. Grüße gehen raus, Johnny. Ist nicht so wie bei dir 2,50 Euro, falls das noch so ist. Wie gesagt, schreibt einfach mal Hashtag Döner, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Wie gesagt, wir sind dann langsam auf den Rückweg gegangen. Wir mussten dann auch auf Toilette so. Und ja, wir dachten uns, ja, gehen wir jetzt im Dönerladen auf Toilette, dann kommen wir wahrscheinlich nicht mehr rein wegen Schichtwechsel, weil die haben gesagt, wir sollen wieder zu denen kommen, wenn was ist. Und normalerweise dürfen wir durch unsere Ausbilderin überhaupt gar nicht diese Messe also rausgehen, bevor sie was sagt, so, ne? Und wir haben es halt heimlich gemacht. Man kennt es ja, man macht es heimlich richtig cool so.
Spaß. Wie gesagt, und wir mussten dringend auf Klo, aber wenn wir jetzt auf Klo gehen, kann es sein, dass wir nicht mehr wieder reinkommen, weil sie dann vielleicht Schichtwechsel haben. Wir sind nicht auf Klo gegangen, wir sind schnell zum Messe Nord hingegangen, haben schnell noch die zwei Damen. Ich sag so, ja, hey, wir sind die zwei Jungs, die wieder rein wollen. Da waren halt die zwei Damen, die uns das erlaubt haben und ein Typ, der da mit der einen Dame geredet hat. Und ich meinte, ja, wir sind wieder da. Ja, und der Typ wusste ja nichts davon. Wenn der was wüsste, dann würde er petzen. Er sah schon aus, als würde er petzen geben wollen. Wie gesagt, die Dame dann richtig schauspielerisch einfach so gesagt, hä, ihr beide? Mir hat die Gruppe ja gar nichts erzählt, dass ihr beide noch draußen seid. Wie gesagt, geht erstmal rein und schaut euch noch ein bisschen was an. Danke, dass ihr mir auf jeden Fall Bescheid gesagt habt. Und dann sind wir einfach wieder reingegangen. Und wie gesagt, das ist einfach so geil. Wir sind einfach chillig. Die zwei Damen haben uns einfach chillig. Obwohl, wir sind einfach wirklich nur rausgegangen, weil wir keinen Bock hatten, weil wir Hunger hatten und weil es einfach drin teuer ist. Sind wir einfach rausgegangen und es hat einfach geklappt. Es war so geil, es hat mir so gefallen. War so nice. Und die Story wollte ich euch einfach erzählen. Und das Lustige kommt ja jetzt noch. Passt mal auf. Das hat jetzt nicht wirklich was noch mit der Story zu tun, aber wie gesagt, wir hätten um 14.30 Uhr uns getroffen an einer Treppe. Da steht 18-7 und ich denke mir so, ja, wir treffen uns an 187, ne? Wie gesagt, das war nur so ein kleiner Joke und weil die Zahlen da halt standen und dann dachten wir uns, ja, wir treffen uns da. Wie gesagt, 14.30 Uhr sollten wir uns da an den Treffpunkt treffen und dann hauen alle um 13 Uhr rein und sagt keiner Bescheid. Haben wir so einen netten Benjamin gehabt, der uns nochmal suchen gegangen ist und gesagt hat, dass wir heute früher Schluss haben, sonst hätten Marvin und ich wahrscheinlich da bis 16 Uhr gesessen. Richtig korrekt, Grüße gehen raus auf jeden Fall an die zwei Damen und an den Benjamin, danke nochmal auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, war heute auf jeden Fall eine entspannte Real-Life-Story. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Guckt euch bis zum Ende an. Wenn ihr es bis zum Ende geschaut habt, gebt bitte Hashtag Ende ein. Und ja, wie gesagt, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.